meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge React, Let's React, live, wir beobachten, keine Ahnung. Der Sound ist scheiße, bin zum Kühlschrank. Doch gar nicht angefangen, der Sound ist scheiße. Wir haben ja schon in der ersten Folge auf das allererste Video vom Coil reagiert und ja, die Ohren bluten immer noch, die Kopfhörer sind wieder halbwegs trocken, aber... Wir gucken mal, wie es bei mir ist. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ist das älteste Video, was ich jetzt noch gefunden habe von mir. Mein erster YouTube-Channel, das habe ich ja schon 100.000 Mal erzählt, der wurde ja platt gemacht. Da wären noch Videos auch von 9 oder sogar von vor 10 Jahren drauf gewesen. Gibt es nicht mehr. Ist jetzt so, dass das älteste Video, was ich noch auf YouTube ausgraben konnte. Wir hören mal rein. Da sind wir zurück bei einem brandneuen Projekt. Wir haben ein komplett neues Let's Play Together am Start. Man sieht es schon in Minecraft, die karierte Grafik, wie man sie kennt. Doch heute spielen wir nicht alleine. Und zwar haben wir den lieben Kollegen LP mit Mike, alias Mr. the Monk, mit dabei. Hey Freunde! Also, wie schon gesagt... Ja... Alles gut. Ja, genau so. Das hört sich so niedlich an. Wie alt warst du da? Der wurde eben gesagt, hey Freunde, das war der Let's Play mit Mike. Ja. Im Video der Ivy, der wo auch die Anmod gemacht hat mit der klatschenden Grafik und allem. Also du hast Anmod gemacht, nimmst aber nicht auf und der Aufnehmen ja, hat keine Antwort gemacht. Ich hatte aufgenommen. Das Video war aber noch auf meinem ersten Kanal, den es nicht gibt. Ach so. Ja. Wir gucken deswegen. Halt nur die... Die andere Sicht sozusagen. Deswegen gucken die andere Sicht, richtig, genau. Richtig, genau. Deswegen ist auch... deswegen hört man zum Beispiel auch einen Sound im Hintergrund, der relativ laut ist, weil das aus seiner Sicht war, wo er geschnitten hat dann. Beziehungsweise war ein bisschen laut, deswegen habe ich schon leise gemacht. Ja, ja. Gibt halt leider von meiner Sicht aus das Video, gibt es leider nicht mehr, deswegen... Aber die hört sich so niedlich an. Boah, wie alt war Mike damals? 14, 15? So hört er sich an, das hört sich so niedlich an. Ich überlege, wie alt ich damals war bei mir. Ich war 12. Du hast dich auch so schnucklig süß angehört. Ja, das hat sich auch so niedlich angehört. So Omas kleiner Wonneproppen. Nee, ich war 14. 13, 14? Wie alt war ich schon bei dem Video? 21? Ich war 14. Ich war 14, ja. Ne, Mike war, glaube ich, damals auch so 13, 14 in der Richtung. Ich lass mal weiterlaufen. Wir haben hier eine neue Let's Play Together Folge. Und wir sammeln gleich mal Rohstoffe. Ja, da war halt auch das Problem. Jetzt hatte fällt damals. Mir gerade ein, wir haben uns mit dem Bauwerk noch gar nicht abgesprochen, was wir bauen wollen. Na gut, als erstes würde ich auf jeden Fall mal sagen, ein Häuschen irgendwie. Ich spreche dich aber auch ab. 18 bis zu Schutz haben. So wie wir. Oder wie bei mir, mit Bauen. Verbindung trennen. So. Oh, die Musik ist aus. Was denn? Es hat mir gerade eine Aufnahme statt eine Musik gestartet. Okay. Da hab ich andere Musik, die ein bisschen leiser ist, einwandfrei. Ja. Entschuldigt Leute für das kleine Fail. Ja, kann ja mal passieren. So, ich baue mal eben eine Crafting Box hin. Okay. Da hört man aber auch schon wieder raus. So, zacki, Holz, Buckel. So, zack. Da hört man aber auch schon raus, dass der Mike damals auch von Audio-Nachbearbeitung auch einen Fick drauf gegeben hat. Er so, was ist das? Keine Ahnung. So, Start, Stopp, weg mit. Genau, und der Nächste. Ich bin viel lauter in dem Video wie er. Was als ein totaler Fail ist. Als er. Als ist recht, Deutschstreber. Sie Arschloch, ist das grammatikalisch korrekt oder muss ich jawohl sagen, er ist Arschloch? Divers. Divers, bitte. Zack, 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 zack. Crafting Box. Halt. So, pam, hin damit. Gleich mal. Und ein paar Stickies. Ja.
So, ich mache mir gleich mal ein paar Steinspitzhacken und rupp mal ein paar Steine aus den Wänden. Ein paar Holzspitzhacken. Ich mache also, mir nur eine. Ich mach mir mal zwei Holzspitzhacken. Auf die vier. Da klopfen wir mal ein paar Steine raus, dann können wir gleich noch ein bisschen bessere Werkzeuge herstellen. Drei. Ja. Immer noch. Was meinst du, sollen wir uns so eine Hütte im Berg bauen? Ich würde... Habt ihr euch abgesprochen? Nee, so eine richtige Bergbude. Dass wir den Berg dann nach und nach so... Ja, geil. Und weiter in den Berg einarbeiten. Ja, genau. Ja, okay. So eine Bergbude halt genauso. Bauen. Das ist ja ein geiler Zufall. Steine, 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 Steine. So. Was ich ja ulkig finde, was wir ja vorhin festgestellt haben, der Mr. The Monk, also der LP mit Mike und ich, wir haben beide dasselbe Texture-Pack. Ist, fällt überhaupt nicht auf, dass das von Honeyball ist. Ne, guck mich mal kurz an, ne? Fällt überhaupt nicht auf, ne? Oh, das geht, Alter. Stell ich mir dich halt auch in Real Life vor. Nee, nee. Alter, das geht. Ach du Scheiße. Ich sag, bei Minecraft kann ich nicht mitreden. Wie gesagt, ich hab's nicht gespielt. Kommt noch. Damals nicht, heute noch nicht. Kommt alles doch. Es geht ja nicht. Ich hab nämlich die falschen Versionen. Hier, ne? Das ist reiner Zufall. Ja, er hat leider bei den Servereinstellungen das PvP ausgemacht. Ansonsten hätte ich ihm jetzt gleich mal die Spitzhacke auf den Kopf. Brauchst aber eine Schaufel dazu, ne? Thematisch. Ja, okay. Schaufel an den Kopf. Das ist meine Varietät. Varietät? Das ist eine Variation. Ja, genau. Ja. So, Deckenhöhe würde ich sagen, lassen wir erstmal so stehen, wie sie ist jetzt. Mach den Anfang zumindest, ne? Cola, meine. Ja, ja, habt ihr gesehen, habt ihr gesehen. Oh, das ist wieder wenn du schnell genug bist. Das Video, was er gestartet hat. Du stehst mir weg. so, warte mal. Dann nehme ich die Crafting Box jetzt gerade mal mit und stelle mir da mal gleich in die Hütte mit rein. Das ist eine Werkbank, du Vollidiot. Das denke ich mir die ganze Zeit, aber ich denke halt einfach an deine Fresse, sag nichts. Nicht allzu viele Creeper, das wäre ziemlich doof. Du bist so laut und erst zu leise. Let's Play hatte ich leider, muss man sagen, das Glück. Naja, Glück, Pech, ist jetzt Definitionssache. Ich hatte innerhalb der ersten 3-4 Folgen direkt mal ein paar Mal einen Creeper, wo mir direkt um die Ohren geflogen ist. Ja. Ja, ist nicht ganz so entspannt dann. Auf jeden Fall besser als mein Video, muss ich schon lassen. Mal hier ein paar Steine noch rausruppen. Die erste Spitzhacke ist gleich schon wieder flöten. Meine ist gerade flöten gegangen. Ja, ich hätte noch eine Holz, wenn du willst. Nein, ich mach mir jetzt Stein. Ja, davon bin ich fast ausgegangen. Ich hätte noch eine Holz, was? So, weg ist sie. Die verbraten wir jetzt aber auch noch. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, warum habe ich mir da jetzt gerade 2 von gemacht? Habe ich auch gefragt. Naja, so viel Let's Player, hallo. Es läuft auf jeden Fall flüssiger, sieht aus wie Fraps. Es war glaube ich 4:3 aufgenommen, aber ist egal. Das ist doch... Nee, das hat tatsächlich 16:9 aufgenommen. Problem war, damals hatte ich das noch auf einem... HD Plus Bildschirm, also 1366 mal bla bla bla, Standardauflösung aufgenommen, musst du das Ganze auf HD runterrendern. Deswegen hast du links und rechts einen schwarzen Streifen. Aber das ist ja nicht deine Sicht, die wir jetzt hier gucken. Ja, wir sehen ja die. Er hatte dasselbe Setup. Er hatte auch einen HD Plus Monitor. Ah, okay. Also diese 1366. Okay, daher kommt hier die schwarzen. Mein Video sah ganz genauso aus. Ich hatte links und rechts auf den Balken. Ich weiß, meins. Es ist halt eigenartig, weil man auf Johannes Stimme achtet, aber was ganz anderes sieht. Ja, wie gesagt, meine Sicht gibt's halt nicht mehr. Und die Platte, wo ich das Ganze mal backup-mäßig draufgezogen hatte, Ja, ist ja egal. Wir haben halt das letzte. Sie ist in Rente, ich verstehe. Nee, die Platte ist mir irgendwann abgeraucht, weil ich die halt permanent gequält habe. Wenn du da halt ständig über den USB 1.1 Anschluss versuchst, 40 MB durch den Anschluss zu drücken. Das ist böse. Fraps-Aufnahme, ja, das habe ich einmal probiert. Ich hatte 10 Sekunden aufgenommen, dann ist die Platte zwischendrin 2-mal ausgestiegen. weil ich damals hergegangen bin und habe mir einen Adapter gebastelt. Darfst du auch keinem erzählen. Ich habe 2 1.1er USB-Schnittstellen zusammengebaut, dass ich eine USB 2.0-Schnittstelle emulieren kann, was Schwachsinn ist.
Die 1.1er Schnittstelle kann ein paar hundert Kilobyte, die 2.0er Standardschnittstelle kann irgendwie 50 MB die Sekunde oder sogar noch mehr. Ich weiß auswendig jetzt nicht gar nicht. Dann habe ich versucht, das über zwei Ports zu machen. Mein Mainboard ist schon halb in die Knie gegangen, weil er die Datenmenge gar nicht dadurch knöbeln konnte, wo ich wollte. Und dann habe ich es halt auf die interne Platte aufgenommen. Da lief es dann auch leckfrei. Also meine Aufnahme war tatsächlich auch so. Damit hatte ich damals gar keine Schwierigkeiten beim Aufnehmen. Das Schlechteste waren, glaube ich, 20 FPS, was ich damals aufgenommen hatte. Und das konnte man noch irgendwie ein bisschen hinbauen beim Codieren. 20 FPS für damals, du hattest damals eh nie mehr als 30 FPS. Mehr als 30 ging das ja auch nicht. Richtig. Vom Video her habe ich das damals auch so hinbekommen. Ich habe dann aber die externe Festplatte benutzt als Backup, weil weiß nicht warum. Damals halt noch so den Gedanken gehabt, ja, was machst du denn jetzt, wenn jetzt YouTube mal abraucht und alle deine Videos weg sind? Die haben ja Backups da hinten dran stehen und Server und Rechenzentren und Scheißdreck. Also ja, mehr bevor, als du dir vorstellen kannst. Bevor dem Google-Konzern mal alle Server da und alle Backup-Systeme eben abrauchen, geht der ganze Planet Feuer unter. Also, ja. Ja. Warst du zu viel auf eBay shoppen, hä? 1-2-1-1! Oh so, Gott, den habe ich jetzt erst verstanden. Ich verschaff dir mal ein bisschen Sauerstoff über den Schädel. Ne? Oh! Setzt sich ja ziemlich ein gerade. Unflach. So etwas kann sehr gefährlich werden. Gabst du damit diese Werbung so 3, ja, 2, wenn man 1, die Blöcke unter sich weggräbt. eBay. Das dürfte ich bereits mehrmals schmerzhaft erlernen. Liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Ihr dürft alles machen, mit der Spitzhacke, mit der bloßen Hand euch einen Baum schlagen, mit der Holzspitzhacke versuchen, ein Bergwerk vom Opa Steine rauszuhauen, aber niemals Dinge unter euch weggraben. Ja. Das kann er heute auch noch. So, warte mal, Musik ist gerade ziemlich laut hier. Was? So, schon besser. So. Das ist der Vorteil, wenn man Fenstermodus aufnimmt. Ist das doch meine Aufnahme? Nee, ich habe das Fenster auf Maximieren gesetzt, aber so, dass es nicht im Vollbild ist. Das heißt, ich kann während der Ausnahme auf den zweiten Bildschirm wechseln, ohne dass die Aufnahme unterbrochen wird. Das ist doch aber aus seiner Sicht. Das war jetzt komisch, ja, habe ich jetzt auch gewundert. Okay, ja, ich hatte, hä? Höhle, ouch. Ich weiß jetzt, wieso du. Nee, das ist nicht deine Aufnahme, weil wo er gerade runtergefallen ist, hat er ouch geschrieben und du standst dann oben. Ja, kann das sein, dass das deine Tonaufnahme war und seine Das kann sein, seine Videoaufnahme. Dass das meine Tonspur war. Das kann sein. Weil genau in dem Moment, wo ich gesagt habe, oh warte mal, Musik ist laut, mal ein anderes Lied, hast du den Mauszeiger gesehen, wie er sich rumbewegt und auf einmal hat das Lied gewechselt. Das ja, muss es aber auch deine Aufnahme sein in dem Sinne. Weil sonst siehst du den Mauszeiger nicht. Ich hatte damals alles in eine Tonspur gekloppt. Also fertig gerendert dann. Das ja, war dann ja, aber ein Audio-File. Du hast ja gerade den Mauszeiger gesehen. Ja. Kann man gerne nochmal zurückspulen. Also ist es ja nicht deine Aufnahme. Hatten ja gesehen. Ja, aber das ist ja, nicht aber deine. Aber stimmt, es könnte sein, dass das meine Audiospur dann war, meine fertig aufgenommen. Ja, aber dann müsstest du ja auch teilweise deine Videospur genommen haben, weil sonst hättest du ja nicht gesehen, wie du aus dem Maus. Aus dem Richtig, Bild... darauf will ich ja hinaus, sonst hättest du den Mauszeiger jetzt gar nicht gesehen. Stimmt auch wieder. Ja, aber kann ja nicht sein. Man sieht ja den Charakter IW, also mein Minecraft-Charakter, sieht man ja die ganze Zeit vor ihm rumlaufen. Aber irgendwie, das war komisch jetzt. Das war echt komisch. Halbes Herz vermasselt. Dabei hast du noch selbst gesagt, nicht nachmachen. Ne? Ja. Liebe Kinder zu Hause, an euren Bildschirmen, nicht nachmachen. Oh Gott, aber wir sind ja voll Profis hier. Ja, das voll dauert Profis, eine Weile, bis wir uns auf die Schnauze legen, das ist klar. Vollfrost trifft sehr. So, jetzt spitz aber auch endlich weg hier. Alter, das dauert. So, okay. Mal ein paar Steinspitzhacken machen hier. Ich habe noch nie so eine Kackhöhle gesehen. Nicht mal Kohle. Überhaupt nichts? Nichts. Ja, das ist natürlich super. Jetzt so, Streufelchen mache ich mir mal eben noch eine. Die kommt dahin. Eine Axt mache ich mal noch, dass wir ein bisschen Holz haben. Sollte auch erstmal reichen. Ein Stück soweit. Ja. So, du hast ja. 10:45. Wenn es lädt. Ja. Ist klar. Also 10:50. Nutzen wir mal die Zeit und bauen ein bisschen 52. Hier uns eine Bude aus, damit wir ein bisschen überleben können. Ja.
So, dann machen wir, dann machen wir mal weg hier alles. Was für Sound-Samples man da mal so dazwischen reingeklopft hat. Kannst du mal den Wasserfall da? Ach ne, du bist zu weit. Ach, das ist ein Schwein. Ich dachte eben, du stehst da oben. Geil. Das ist auch so, ich hab gedacht, du stehst da oben, das ist ein Schwein. Ja. Geil. Gibt es Ähnlichkeiten? Gibt es Ähnlichkeiten, meinst du? Ja. So. Hat der Diss aber gut angenommen. Es ist natürlich blöd, aber jetzt hier draußen stehen, ja, keine Fackeln und nichts ausgelöscht haben, ist es relativ dunkel jetzt. Ach so, oh mein Gott, das war gerade ein Lag. So. Ich hab die Fackeln, genau. Ja, ich hab 8 Fackeln gemacht, aber ich hab alles schon verbraten. Einfach irgendwo steht. So. Ich geb's dir gleich. Du gibst mir gleich, ja, ja, schon klar. Ach, Alter. So, ist dein Kumpel zu Hause. Ich bin minderjährig gewesen. Nein. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt er war, aber ich meine, es war so 13, 14. Oder so kommt immer dieses Lied. Hast du vielleicht eine Lustschleife auf demselben Track in der Playlist? Nein, nein. Dann hast du eine verhexte Playlist. Ja. Passiert fehlen. Genau, eine verhexte Playlist. Ich hab nicht. Die Playlist ist neu, deswegen habe ich nicht viele Stücke drin. Ja, ich der klingt aber vom Dialekt ein bisschen österreichisch, muss ich sagen. Ich weiß nicht mehr, wo der her war. Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist 8-9 Jahre her. Also zumindest vom Dialekt her, sage ich mal. Also der klingt jetzt nicht. Wo du sagen kannst, der spricht jetzt wie ein Schwabe oder wie ein Sachse oder wie ein Berliner oder ein Bayer oder sowas. Er klingt halt ein bisschen so Österreich. Ja. Meine Playlist auch mal abgedatet. Das war, ja, mittlerer bis doch sehr großer Krieg eigentlich. So, ja, wenn du hier so circa 200 Let's Play Videos von allen Spielen zusammen immer mit derselben Playlist aufnimmst, wirst du irgendwann Gaga mit der Zeit. Gaga. Weil ich dann noch versucht habe, betont Hochdeutsch zu reden. Das hast du jetzt aufgegeben, so, glaub ich. Merkt man, oder? 12 Stück soll erstmal reichen für den Anfang. So, da. Ja, bei den Aufnahmen, da hatte ich auch dann immer lang gebraucht, zack, bis ich zack, wieder aus zack, diesem zack. Gezwungenen. So, ich mache uns Buch. Versuchen Sie es auf der Hause mal ein bisschen schön. Ja, ich habe einen Stack Kohle und 17. Einen vollen Stack und 17. Wo hast du die ganze Kohle her? Aha. Meine Quallen. Deine Quallen? Du cheatest wohl eher wieder. Weil du Quallen. Behaupten. Ja, das war lustig damals. Nein. Naja, also mit Cheaten haben wir gleich von vornherein festgelegt. Das lassen wir auch mal ganz schön sein. Ja, genau. Ich habe zwar die Motte mit dem Inventory-Tweaks drin. Ja. Der Inventory-Tweaks, also too many items, aber ich werde nicht. Aha. Ja, tut mir die Items da, aber geht's los. Wenn du auch den OP-Status hast, würdest du direkt sehen, wenn ich mir ein Item gebe. Ja, natürlich. Geil, wie viele Zufälle wir da haben. Ja. So. Wie viele gleiche Dinge wir da haben. Du hast Eisen. Du hast Eisen im Blut. Ja. Ich hab Blei in den Adern, siehst du, können wir direkt anfangen bauen. Oh Gott. Boah, das ist scheiß Witze, ey. So, wir machen die Decke noch ein bisschen weiter. Boah. Hast du eigentlich auch Fremdscham? So, zacki, da. Ach, für na, die Witze zumindest. Das war ja nicht mal mehr flach, das war einfach nur noch toll. So, wo bist du denn eigentlich gerade unterwegs? In so einer Höhle. In so einer Höhle? Hier gibt es ca. 100.000 so eine Höhlen. Ja, die, der Höhleneingang. Wo bist du hier? Ja. Ja, kennen wir irgendwo, ne? Ja, das sind so, nur die besten Antworten. Wo bist du hier? Jetzt stirbt man ja, wenn man zu viel Hunger hat. Ja, das ist richtig. Ach, das ist ein Großfleisch. Ja, das ist richtig. Ja, du hast ja genug Kohle. Ich baue mal hier in die Hütte schnell in den Ofen, dann kannst du mal anfangen, Fleisch braten. So, muss die Batterie gucken wir mal eben noch raus hier. Echt wahr? So, zacki. Packfleisch frisst du auch, oh. Und? Mal einen Ofen hinklemmen dann hier eben. Halt hier. So, zack, 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 zack. So, Öflein steht. Okay, ich lasse die Erkundung der Höhle mal. Hast du schon großen Hunger? Fehlt dir viel? Ich hab gerade ein Fleisch gegessen, deswegen habe ich 2.
Er hat das rohes Fleisch gegessen, ne? Ja. Der ist aber auch ein bisschen aufgeregt, oder? Kann das sein? Ja. So. Okay, aber was mich wundert, Schwierigkeitsmodus haben wir einfach stehen, weil wir verlieren ja, wir kriegen Hunger mit der Zeit. Also müssten wir, ach nee, halt Monster kann man ja extra einschalten. Kannst auch nicht. Okay, wir haben 32 Fleisch. Also sehr gut, passt genau. Brauchst du 4 Kohle für? Ich habe 23 Kohle. Ja. Gut mitgerechnet. Gut mitgerechnet. Das habe ich schnell drin gehabt. Ja. So, das Ding kann man noch mit einbinden. Genau. Mit einem Stack kannst du 8 Öfen vollgefüllt auf einmal bedienen. Mit einem Stack Kohle. Natürlich ja, das habe ich schnell gelernt. Ja. Ach, hast du ein Ei gefunden? Ja. Herzlich willkommen. Da war's zu Ende. Okay, keine Abmord, alles. Ach so, du hast ein Ei gefunden. Ja, Ende. Oh nee. Oh nee, mach das weg. Das brauchen wir nicht gucken. Ah, guck, ich bin fertig. Johannes ist auch fertig. Ja. Ich weiß, warum ich als erster wollte. Oh nee. Mir ist jetzt aber gerade aufgefallen, ich habe damals doch schon etwas stärker auf die Audioqualität geachtet. Du klingst auch gut in dem Video, muss ich man, sagen. Man hat gehört, dass ich ein Headset mit integriertem Mikro anhatte, weil jedes Mal, wenn ich angefangen habe zu sprechen, hat man mich ausatmen gehört. Das hört man bei mir manchmal auch jetzt noch. Ja, das ganz stark. Wenn ich ganz stark ausatme, hört das bei mir jetzt auch noch. Ja. Aber trotz allem, ich dachte eigentlich tatsächlich, ich hatte es ja vorhin noch mit Elli drüber, wegen der Quali, dachte... Ich sag nicht, dass ich es damals schon so gut geschissen gekriegt habe, mein Mikro und alles so einzustellen, dass man nicht ständig so irgendwas hört oder sowas. Ja. Ja, sag doch einfach, meine Audio war schlechter. Deine Audio ist scheiße, das habe ich dir schon in der letzten Folge gesagt. Ich sag dir diese Folge gerne auch nochmal. Chris, ich komme auch noch, ne? Ich komme auch noch. Ich weiß gar nicht, von wann das Video ist, war 2018 war es, ne? Nee, 19? Ein Jahr oder sowas ist es, ja. Ja. Wir haben da schon mal reingeguckt, also so ist es nicht. Also ich zumindest. Wir haben auch mal reingeguckt. Die ersten 10 Sekunden oder so. Ja, ich habe auch kurz durchgesteppt. Ja. Nee, aber. Nee. Ja, aber wegen Mike, der da mitgemacht hat, der Mike zockt. Wir hatten vor dieser Folge, das weiß ich noch, weil da musste ich erstmal meine halbe Festplatte leer räumen. Wir haben zig Testaufnahmen gemacht. Da mal eine Minute, da 3 Minuten, da mal 2 Minuten, da mal 5 Minuten, da mal eine Minute, da mal 3 Minuten. Weil er ständig am Hin- und Herbasteln war und sich eigentlich nie getraut hat, richtig anzufangen. Wir hatten da einige Testaufnahmen. Ich musste am Ende erstmal meine halbe Platte leeren, dass ich wieder für Fraps-Aufnahmen Platz habe. Das war ja, schon cool. Nee, mal ein bisschen testen kann man ja, aber man soll es nicht übertreiben. Ja, weil... Das ist halt auch die Aufregung. Irgendwann, du traust dich halt dann nicht... Weil du halt trotzdem zu aufgeregt bist. Aber wenn du dann einmal in dem Redefluss drinne bist, dann geht das. Dass das Video leider nicht mehr gibt. Mein aller erstes Let's Play war 2011. Da habe ich damals mit Rift angefangen, weil ich das zu der Zeit gerade aktiv gespielt habe. Ich hatte später mal, wo die Videos noch da waren, ich hatte es mal mit ein paar Kollegen drüber, weil ich dann hier so, ne, so ein bisschen angeben wollte. Ne? Also, oh, guck mal hier, ich habe ein Let's Play gemacht, da erkläre ich alles drin, ja, könnt ihr euch angucken. So auf die Art. Ne? Ja. Und wollte mal in der Gilde ein bisschen großkotzig sein und angeben. Und ich habe in der ersten Folge genau 4 Sätze gesprochen, in der ganzen Aufnahme. Ich hab's mal durchlaufen lassen, hab mitgezählt. 4 ganze Sätze. Wow, in der ganzen so viel. Folge. Brutal. Ich habe keine Ahnung, warum sich das Leute damals angeguckt haben, ehrlich. Ich hätte Gameplay in den Titel schreiben können, weil da quatschst du nichts, da zeigst du nur, wie das Spiel zeigst funktioniert. Zeigst du nur, ja. Das wäre noch sinnvoller gewesen. Kotzt mich an, dass das nicht mehr gibt. Aber okay, ist so. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und die nächste ist Elli. Nein. Weißt du das schon? Doch, komm. Nein, ich bin nicht. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sprich, morgen, ne? Genau. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.